Heute zeige ich euch einen Weg, wie ihr die beste Sniper des Spiels zu 100% bekommt. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Und viele von euch haben vielleicht schon von etlichen Farmmethoden gehört, wie zum Beispiel einfach dem Töten des Endbosses des Spiels. Ja, das ist ziemlich easy, ziemlich stupide und repetitiv. Ich meine, der Kampf ist ein bisschen challenging, aber ja klar, du kriegst auf jeden Fall diese Waffe irgendwann mal, denn es ist ein World Drop. Aber es gibt eine Möglichkeit, sie zu 100% zu bekommen, und dafür gehen wir erstmal hier auf unsere Sanctuary, und da zeige ich euch einen Ort, wo ihr das Ganze dann beginnt. Eure Reise zu dieser Waffe. Unsere Reise bringt uns nämlich auf die Sanctuary 3, und diese seht schon, wo ich lang gehe. Wir gehen runter Richtung Ellies Cargo Bay, also Ellies Garage, und einmal nach links. Und hier seht ihr den guten Zero, aka Zero O, und hier eine Wanted-Tafel. Und ihr müsst all diese Targets hier auslöschen. Und zwar nicht auf der Tafel, wie ich das hier mache, sondern im echten Spiel. Und das dauert ziemlich lange. Das kann ein beschwerlicher Weg sein. Deswegen nochmal der Hinweis: Ihr könnt mit einem Offline-Mode-Glitch, den ich euch in einem anderen Video gezeigt habe, einfach den Grabwächter farmen, andere Bosse farmen und so über World Drops das Ganze bekommen. Wir machen das heute aber über diese 100% garantierte Methode. So werdet ihr definitiv die beste Sniper des Spiels bekommen. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal an die Hand und wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Wir müssen 10 Bosse killen. Angefangen wird natürlich auf Pandora. Das könnt ihr auch im Rahmen der Story einfach machen, wenn ihr Bock habt. Wir gehen in die Region Devil's Razors. So, und da sind wir auch schon. Das ist der gute alte Hot Carl. Den können wir übrigens nicht mit Feuerwaffen besiegen, was auch relativ logisch ist, meiner Meinung nach. Und ich sehe gerade hier auf Torment 3 ist das Ganze schon relativ knackig. Muss man sich schon ein bisschen anstrengen für. So, also einmal in Unsichtbarkeitsmodus und den Hot Carl eliminiert. Das Ganze empfehle ich euch natürlich auch im normalen Modus, um einfach mal schnell durchzujodeln. Ich spiele einfach gerne ein bisschen schwieriger. Manchmal. Gelegentlich. Der Boss in Devil's Razor, den wir eben besiegt haben, befindet sich übrigens hier. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Boss. Dafür gehen wir auf Pandora in die Splinterlands. Und damit meine ich nicht Sam Fisher. So, und da sind wir auch schon fast an der Location. Und ihr könnt euch schon fast denken, denn der Boss ist ein DJ und er bringt den Tune nicht zurück. Auf der Karte findet ihr das Ganze hier. Wie gesagt, die Splinterlands, und der Gute heißt DJ Deadskag. Es kann sein, dass der DJ bei euch nicht sofort da ist. Ich musste hier auf jeden Fall erstmal kämpfen. Und so sieht der gute RH aus. Ich gehe mal eben hinter ihn, umrunde ihn und exekutiere ihn, und dann geht's ab zur nächsten Location. Ab geht's in die Kathedrale der Zwillingsgötter, auch hier in Pandora. Dafür gehen wir einmal hier dieses Rohr runter, ja, in die Iridium-Schleuse. Und dann nach hinten, da seht ihr den guten Crush Jaw. Da ist er schon, und auf der Karte ist er hier zu finden. Wie gesagt, runterspringen ist wichtig. Kurz in den Stealth. Ja gut, so kurz wird das jetzt nicht. So, und da haben wir den dritten Kill und weiter geht's. Diesmal begeben wir uns auf den wunderschönen Planeten Prometa in die Region Meridian Metroplex. Übrigens, für die Leute, die vielleicht ein paar Map-Leseprobleme haben, ich habe die Karten immer eingenordet. Und jetzt sind wir auch schon hier beim Baron Noggin. Das ist der hier, und den killen wir jetzt hoffentlich auch schnell. Weggelatzt und umgeklatscht. Sehr gut. Der nächste Ort ist Skywell 27, auch auf Prometa, beziehungsweise, naja, nicht auf Prometa. Bedenkt, dass ihr dafür die halbe Map überqueren müsst und dann hier einmal durch so ein Rohr fallen. Dann seid ihr wieder hier in dieser Halle, und ich denke mal, ihr erinnert euch daran, wenn ihr schon die Story durchgeballert habt. Aber das ist wirklich ein weiter Weg. Den Gegner gibt es hier, oder die Gegnerin, in so einer kleinen Höhle. Da müsst ihr hier nochmal dann runterspringen. Auf der Map ist das Ganze hier. Das zeige ich euch mal ein bisschen mehr in Ruhe. Drückt auf Pause. Ihr solltet euch hier nach Skywell porten. Einmal den kompletten Weg hier lang gehen. Hier in dieses Rohr fallen. Euch hier aus dieser Schlucht rauskämpfen. Und dann habt ihr sie auch schon gefunden. So einfach geht das. Ist ja quasi sofort. Das ist transrapidmäßig. Ja? Ihr seid, wenn ihr euch dahin portet, quasi schon beim Boss. So, das nehmen wir mit. Ab zum nächsten. Und diesmal ab nach Lectra City, auch wieder auf Prometa. So, und da sind wir auch schon an der Location. Wir müssen hier Richter Hightower und seine Bande für eliminieren. Also nicht nur den Richter leider. Das Ganze, wie gesagt, hier unten. Hier ist euer Startpunkt. Ihr geht ja einmal durch diesen kleinen Gang, und dann seid ihr eigentlich schon dort, wo ihr sein wollt. Und ich empfehle euch natürlich, euch nicht in die Mitte zu stellen und euch da abfarmen zu lassen, sondern vielleicht lieber die anderen abzufarmen. Erstmal hier die Hightower-Crew ein bisschen beseitigen. Cooler uns geht das doch immer noch am besten. So, der Richter ist schon mal down. Jetzt fehlen nur noch die paar Ads hier. Das war's auch schon. So, und dann geht's auch schon ab zu Boss Nummer 7, ab nach Eden 6. Und wir müssen in die Region der Amboss. So, und da sind wir auch schon hier beim nächsten Boss. Den findet ihr auf der Map hier. Hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst einmal hierhin
zum Gelegenheitsziel der Himmelsbullis. Ja, das sind die Leute, die andere im Himmel mobben. Ganz schön asozial. So, da haben wir die fliegenden Bullis gekillt. Und ich kriege jetzt schon sogar hier die wunderbare beste Sniper des Spiels. Ihr müsst aber noch zwei weitere Bosse besiegen und die zeige ich euch einfach kurz dann auf der Map. Auch wieder auf Eden 6 in Jacobs Anwesen müsst ihr jemanden töten. Das sind Hackle und Hyde, aka Bonnie und Clyde, und die findet ihr hier. Hier ist euer Spawnpunkt, ihr geht einmal kurz einfach hier lang, sollte für euch kein Problem sein. Sind natürlich zwei Gegner, weil es Hackle und Hyde sind. Boss Nummer 9, ich hatte mich eben vertan, als ich sagte, ihr braucht nur zwei Gegner, findet ihr im Bernsteinsumpf, auch wieder auf Eden 6. Und das sind die Psychobillies. Die findet ihr hier auf der Karte. Hier könnt ihr euch euren Spawnpunkt nochmal reinziehen, rechts oben. Und dann geht's einfach hier hin zu den Psychobillies. Ihr seht ja den Weg hier so relativ gut, den ich gegangen bin. Der führt auf jeden Fall dahin. Ihr könnt euch natürlich auch einmal hier direkt noch daneben porten, wenn ihr das schon habt. Ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Beachtet allerdings die Dreidimensionalität der Karte. Und ihr könnt vielleicht nicht von allen Seiten immer gleich gut dran. Der nächste Boss und der letzte Boss ist auf Necrotafeo in den Tazendir-Ruinen. Und die Gegner heißen Silvestro und Atomic und sind hier zu finden, hier rechts. Wenn ihr vom Startpunkt aus losgeht, dann einfach hier einmal lang und dann an der Kreuzung bitte links abbiegen. Aber was kann denn diese krasse Waffe eigentlich? Die ist bei jedem anders, das sei erstmal von Anfang an gesagt. Aber es gibt gute und schlechtere Drops, aber sie ist immer gut. Sie macht 1000 Schaden, hat eine gute Feuerrate, hat eine Chance auf Elektroschocks, plus Crit Damage, plus Waffenschaden, einen guten Zoom, eine Feuerrate. Hier habt ihr nochmal den Perk drauf, wenn Barriere aktiv ist, wird die Zielgenauigkeit um 60% erhöht und der Crit um 30%. Ist auf jeden Fall eine brutal gute Sniper mit extrem viel Schaden. Ich werde euch einfach mal zeigen, wie denn so einfache Hits damit aussehen. Und ihr seht ja, das Teil rasiert schon echt gut. Schießt sehr, sehr schnell und ist in der Elektro-Variante natürlich extrem gut gegen Schilde. Ich hätte sehr viel lieber vielleicht eine Atomic-Version, also eine Nuklear-Version. Aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn du Flag bist, wenn du eventuell auch Most bist, so eine Sniper mitzuführen, einfach weil starke Hits belohnt werden. Die Waffe heißt übrigens Storming Vicious Lydia oder Lydia oder so. Und ja, ich würde sagen, wir machen damit einmal gemeinsam unseren Lieblingsboss auf Eden 6. Dafür geht es natürlich lecker ab ins schwebende Grab. Und ich habe jetzt schon richtig Bock auf den. Ich weiß nicht, ob ich den nur mit der Lydia schaffe oder ich noch meine Jacobs epische Gun hinzuziehen muss, die extrem krass ist. Also die ist wirklich so gut, diese Waffe. Harmoniert allerdings auch gut mit meinem Item hier, was mir den Elementarschaden nochmal um 183% boostet, weil es eine Feuerpistole ist. So. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Wir ballern einfach mal hier so ein bisschen auf den Typen drauf. Und ja, der Schaden ist schon echt vernünftig. War einmal mal hier in diese wunderschöne Kuhle, um uns ein bisschen zu schützen vorm Runterfallen. So, und da haben wir auch schon die Kugel auf dem Präsentierteller. Einmal kurz wegrasieren. Oh, Magazin leer, schade. Oh, hinten der Bereich ist jetzt gerade gesperrt. Bedeutet, wir verpieseln uns einmal in die Kuhle. Er hat seinen Angriff gemacht und jetzt haben wir schon keine Munition mehr. Das ist natürlich schade. Für mich geht es dann weiter mit der Jacobs Gun. Beim Giftangriff immer schön nach hinten, Leute. So, da haben wir den Phasenwechsel einmal provoziert und ihn schon wieder halb durch die nächste Phase durchgedrückt. Hier immer schön aufs Auge zielen, ihr wisst es, zielt auf die Augen. Und im Phasenwechsel einmal hier kurz reingelatzt ins Auge. Roms. Also ich für meinen Teil werde weiterhin mit der Jacobs Pistole spielen, weil die einfach viel stärker nochmal für mich ist. Es liegt aber auch, wie gesagt, an meinem 200% Elemental Damage Boost. Ich glaube, es wird aber demnächst einige Builds geben. Oh, zwei Leggies. Einmal ein Woodblocker. Sieht auch nach einer sehr, sehr spannenden Sniper aus. Und einmal ein Schild. Ich feiere ja immer noch mein Schild, der hier mir so ein Screen vor die Augen packt. Sieht bestimmt mega lustig aus im Koop. Das ist übrigens der Battery Frontloader. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich gut ist, denn dadurch habe ich weniger Leben. Ich habe nur 30% Leben, aber dafür mehr Schild. Ich denke, als Flag ist ein größerer Gesundheitspool besser, aber ich spiele das einfach nur so ein bisschen random. Verkrampft mich hier noch nicht auf ein Bild oder so. Das ist auf jeden Fall der kleine Guide zur Lydia. Wie gesagt, ihr könnt ihn durch diese Quest kriegen. Ihr könnt ihn aber natürlich auch, oder sie vielmehr, auch durch das Farmen des Bosses hier bekommen. Das ist überhaupt kein Thema. Und denkt immer daran, wenn ihr sie random farmt bei diesem Boss, dann immer schön jetzt in
ins Hauptmenü zurück und nochmal neu runterspringen. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr auch nochmal hier die Grabwachenkammer looten. Finde ich übrigens übelst geil designt. Also ich muss sagen, das gesamte Design des Spiels hat es richtig auf den Nagel getroffen. Den Nagel auf den Kopf getroffen, meine ich natürlich. 80er Jahre Tron-Atmosphäre gemischt mit Comic-Stil und lustigem Humor. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, das epische Item nehme ich nochmal mit und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnaut.